Oh, nice. Ja, meine Freunde, was geht ab bei euch? Ich sage, wenn ihr am Start am Clash of Clans Freitag. Ich habe mir schon, ich wollte, ja, so sagen, okay, ganz ruhig. Ich wollte gerade aufnehmen, habe ich so gedacht, so, okay, du holst dir noch was zu trinken. 2 Minuten später sehe ich auf meinem Bildschirm so, dein Dorf wurde angegriffen von Arsenal. Und ich so, wenn da jetzt so eine Niederlage steht, wenn da jetzt so minus bla bla steht, dann würde ich das Video beginnen mit fuck this fucking piece of shit. Aber, na, jetzt konnten wir Gott sei Dank mit, was habe ich gesagt? Oh, nice, anfangen. Und ja, hey, willkommen an diesem wunderschönen Freitag. Wir werden heute failen. Nein, ich weiß nicht, wir werden heute unser Bestes geben. Wie ihr unschwer erkennen könnt, haben wir Riesen ausgebildet. Nein. Okay, es tut mir leid. Ich reiß mich zusammen. Wir haben GoWipe ausgebildet. Also Aufstellungsvorschlag von Luca. Viele Grüße an dich. Wir trainieren heute für den Clankrieg, weil, wie ihr unschwer erkennen könnt, ist mein Dingsbums auf grün gestellt. Ah, ich bin nächste Woche dabei. Hilfe. Nächste Woche geht's los. Die 202 Sterne habe ich seit... Oh Gott. Seit Rathaus Level 8 habe ich nicht mehr Sterne bekommen. Also, mein letzter Clankriegsangriff war Rathaus Level 8 mit Drachen. Ihr erinnert euch schwer an meine Live-Clankriegsangriffe. Hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber dann Rathaus Level 9... Nie mehr Clankrieg, yay! Okay, wir trainieren heute mit GoWipe versuchen unser Bestes. Also, bevor wir loslegen, wir haben ein Problem. Im Clankrieg können wir uns so viel Zeit lassen, wie wir wollen. Bei einem normalen Angriff leider nicht. Das ist fucking Bullshit. Okay, wir reden mal ganz kurz über die Strategie. Also, Clanburg wird natürlich ausgetauscht. Entweder kommt da noch ein Golem rein oder ein Päcker. Ich würde am liebsten noch ein Golem drin haben, aber ich hatte die Clanburg schon davor gefüllt, von daher, ja, es spielt ja heute keine Rolle. Wir machen ja heute auch keinen Clankriegsangriff. Das ist ja nur Clankriegsübung. Also, wir haben 2 Golems, leider noch auf Level 2. Ich hoffe, dass ich sie bald auf Level 3 kriege. Wir setzen die Golems, wir müssen auf ein paar Gebäude achten. Wir müssen auf die Helden achten. Wir müssen auf die Clanburg achten und wir müssen auf die Expos achten. So, ich habe mir hier vor noch so gestern so 2, 3 GoWipe-Videos angesehen, damit ich, naja, nicht komplett unvorbereitet bin. Aber ich denke, wir können das in den nächsten Wochen zusammen lernen und dann werde ich auch besser. Also wenn ich jetzt öfter im Clankrieg dabei bin, dann wird das schon. Wir splitten die 2 Golems, das weiß ich von den ganzen Wiederholungen. 2 Golems werden nicht nebeneinander gesetzt, nicht auf einen Fleck. Wir trennen die 2. Einen rechts, einen links zum Beispiel oder oben und unten, je nachdem wie man das sieht. Dahinter kommt eine Linie von Magiern, nicht alle, sagen wir mal so 11 Magier setzen wir oder 10 Magier, bis die Außengebäude kaputt sind. Dann droppen wir so ein paar Mauerbrecher, dann kommt die Clanburg natürlich vom Gegner raus, wir setzen den Poison Spell, setzen langsam so den Jump Spell, dahinter dann noch Magier mit Packer und King Queen. Und meine eigene Clanburg, je nachdem, ob da ein Packer drin ist, dann oder ob da ein Golem drin ist, dann davor. Dann laufen alle schön optimalerweise in die Mitte. Wir setzen einen Rage und vielleicht noch einen Heal und dann zum Schluss noch einen Rage und die letzten 5 Ladies, die zum Abschluss uns helfen. Hilfe, kann mich nicht einer retten? Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Wir geben unser Bestes. Ich habe mir gerade überlegt, in der Sekunde, wie wär's, wenn wir uns hier ein... Oh mein Gott. Fucking piece of shit. Das ist eine ziemlich max Base. Aber wie wär's, wenn wir hier ein... Wenn wir eine Rache bei einem machen, dann können wir uns das Dorf ja total gut ansehen. Und haben dann total viel Zeit. Ich suche mal einen, ob wir einen finden. Kein Rathaus Level 10, das wollen wir nicht. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich hier einen gefunden habe und wenn ich keinen finde, dann hören wir uns in einer Sekunde wieder, wenn ich mich beschwere und sage, fuck, wir finden keinen, wir müssen wirklich in den Live-Kampf gehen. Also bis gleich. Wie schön, dass jeder ein fucking Schild hat, außer 3 Leute, Level 25er Helden, Level 10er Mauern. Und alles so maxed out, wo ich so denke, so, nope, okay. Dann, dann haben wir leider einen kleinen Nachteil. Ich finde das wirklich ein Riesenvorteil, dass man im Clankrieg so das Dorf genau angucken kann. Und, ja, okay.
Sehen wir mal, ob der Vorteil uns nächste Woche was bringt, wenn wir dann im Clankrieg live angreifen. Oder ich vielleicht euch ja vorher kommende Wiederholung, weil ich bin ja schon morgen dabei und dann in der Sonntag kommt ja normales Mauer-to-Max-Video und so. Ah, ich hab Angst. Drückt mir die Daumen. Ich suche jetzt erstmal eine Base und dann geht's los. Also nochmal bis gleich. Dieses ganze Suchen. Seid froh, dass ihr nicht dabei sein müsst. Ich mach das hier ganz alleine. Also ich suche. Ich möchte nicht zu ein starkes Dorf für den ersten Test. Also so ein normales. What the fuck? Level 3, 2 und 23 und die Mauern und fucking Bullshit. Ich suche so ein normales Dorf und eins, das auch so ein bisschen Loot anbietet. Das wäre schön. Ich möchte keine X-Bows auf Max und ich möchte keine Magiertürme auf Max. Also Verrat des Level 9. Also bis gleich. Okay, okay. Dorf gefunden. Klamburg wird aufgewertet. Tesla wird aufgewertet. Keine Helden. Von wo greife ich denn jetzt an? Sagen wir mal so, das wäre jetzt ein Clankrieg. Von wo würde ich angreifen? Wo würde ich den Jumpspell reinsetzen? Ich denke, ein Golem hier, ein Golem hier. Jumpspell dann hier so irgendwie. Oh mein Gott. Okay. Drück mir die Daumen. Ich gebe mein Bestes. Ja, ich versuch's einfach mal. Rathaus Level 9, Mauern sind nicht so stark, aber trotzdem. Wir versuchen es mal. Golem, Golem, Magier, 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 Magier. So, Magier gut verteilt. Wir machen Mauerbrecher, Mauerbrecher, Mauerbrecher. What the hell? Ich setze einfach mal alle, ja? Danach kommt... What the fuck? Oh my fucking God. Okay, ich setze noch ein paar Magier. Pekka, Pekka, Pekka. King, Queen, ich habe keinen Jumpspell gesetzt, ich setze mal Jump, wo sind meine fucking Golems? Die Golems sind schon fast tot. What the actual fuck? Ich kriege gar nichts hin, oder vielleicht doch? Rage, ja, Rage. Ich war so von der Clanburg überrascht, dass sie da wirklich ist. Oh Gott, also, Schritt Nummer 1, ganz ehrlich, ich war... Das mit den Truppen, das mit den Ladies, dass ich die da gesetzt habe und so, das war fucking Bullshit, ich war überfordert, ich war wirklich aufgeregt. Okay, ist ein Anfang, ja? Das ist eine pretty low base und ich habe trotzdem meine richtigen Probleme. Aber ich meine, das ist das erste Mal für mich jetzt hier sowas. Ich mache nochmal einen Rage, dass meine Golems so schnell da gestorben sind, das hat mich wirklich erschreckt. Da habe ich wirklich Angst bekommen. Wir geben einfach mal alles aus, ich habe gar nicht geguckt, wie viel Loot wir jetzt haben. Queen noch zünden. Oh mein Gott, wir kriegen noch nicht mal einen 3-Star hin. Wow. Wow. Oder vielleicht doch? Na, könnte knapp werden. Meine Golems müssen natürlich dringend aufgewertet werden. Das ist klar, das ist mir wichtig. Kriegen keinen 3-Star hin. Wow, so eine pretty fucked up Base. Darf doch nicht wahr sein, nur ein 2-Star. Peinlich. Also vielleicht können meine Packers das noch können meine Packers das noch hinkriegen? Nope, definitiv nicht. Ich lasse es trotzdem mal laufen. Wow, also ich muss definitiv ruhiger vorgehen, wenn wir dann nächste Woche in den Clankrieg gehen. Definitiv viel, viel ruhiger vorgehen. Also, dass ich die Ladies da gedroppt habe, war fucking Bullshit. Der Jumpspell war viel zu spät und ja, aber hier können wir trotzdem Tipps geben. Ich nehme gern jeden an, das war wow. Das war jetzt mein zweites Mal Go Wipe in meinem ganzen Leben. Damals haben wir ein Video gemacht. Da habe ich das einmal getestet. Und das war mein zum ersten Mal habe ich einen Jumpspell benutzt. Ich weiß noch nicht mal, wo ich denke. Wir gucken uns das gleich nochmal an. Jetzt müssen wir nochmal machen. Los! Wir können das nicht mehr. Die Zeit ist viel zu knapp dafür. Mein King ist fast tot, aber die Packers könnten das noch schaffen. Aber die laufen jetzt außen rum. Das ist blöd. Schade, schade, schade. Aber war auf jeden Fall ein gutes Training. Im Clankrieg geht's dann wirklich los. Da bin ich dann gespannt, wie es wird. Na, zu viele Verteidigungsgebäude, zu wenig Zeit. Ist mir egal. 2 Sterne immerhin. Naja, ist egal. Ist egal. Aber trotzdem. Also, diese Loons, die haben mich wirklich mega überrascht. Ich habe irgendwie Panik bekommen, dass sie meine ganzen Golems da töten. Wow. Los, Packer. Mach so fast jetzt, wenn wir jetzt so Haste Spell hätten, so 10 Haste Spell, so du. Nein, das kriegen wir nicht mehr hin. Schade, schade. 92% und 92%. Okay. Wie viel Loot haben wir bekommen? Na, also, es hat sich gelohnt. Also von dem Elix, also, ja, hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt. Aber trotzdem, schade, schade. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wow, wir gucken uns das jetzt nochmal an. So.
Angucken, 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 angucken. So, also nein, nicht das hier. Wie einfach auf Wiederholen klicken, Heaven. Du weißt, wie man sich was anguckt. So, Wiederholung. So, okay, ganz ruhig. So, ich denke, dass wir von oben angegriffen haben, ist in Ordnung. Wir könnten auch von unten angreifen. Das spielt eigentlich keine Rolle. Aber ich wollte die Clanburg rauslocken. So, Golem, Golem. Alles klar bisher. Magier hier hinten verteilt. Das war am Handy ein bisschen blöd, aber ist in Ordnung. Ja, ist in Ordnung. So. Dann habe ich, also die Golems bekommen mega Schaden hier vorne, wenn die noch nicht aufgewertet werden, dann mache ich die ganzen Mauern hier kaputt. Jetzt kommt die Clanburg raus, wow, da setze ich dann Poison Spell dahin, noch ein Poison Spell und die Magier arbeiten daran. Die Golems sterben so, so schnell auf Level Dingsbums. Packer und so, das war alles in Ordnung, die waren rechtzeitig gesetzt, Jump Spell sitzt auch eigentlich gut. Das einzige Problem war, dass ich vielleicht die letzten Magier ein bisschen zu spät gesetzt habe, dass die dann alle außen rumlaufen. Ja, das war das Problem. Ansonsten war es in Ordnung. Also, okay, zwei Sachen. Golems sind zu niedrig und die Magier waren einfach zu spät gesetzt. Also die Clanburg kam viel zu spät. Ansonsten wären die noch schön in die Mitte gelaufen und dann wäre es noch perfekt gewesen. Vielleicht war der Rage-Spell hier ein bisschen zu unnötig. Ich muss dringend, ja, und der war noch an der falschen Seite, ich hätte vielleicht ein bisschen anders setzen sollen. Aber die Magier, ja, ich glaube, also der Angriff war natürlich total Beginner, ja, also es war total low. Aber ich glaube, wenn ich die Magier, also die Clanburg, ein bisschen eher gesetzt hätte, wäre es besser gelaufen. Was sagt ihr? War das sehr schlimm? Naja, also war jetzt mein zweites Mal mit dem Stuff. War, wow, also ich war wirklich, das war wirklich eine neue Erfahrung für mich, war wirklich überfordert. Ich war wirklich richtig erschrocken, als diese Loons da rauskamen, weil dieses Dorf sah irgendwie so verlassen aus. Ich habe nie gedacht, dass da noch Loons rauskommen und wow, okay, da hast du einen Punkt verdient, den ich angegriffen habe. Ich habe den Namen vergessen, ist mir egal, das Loot war trotzdem in Ordnung, das haben wir alles geklaut. Go Wipe zwar ist eine 2-Sterne-Strategie, trotzdem wollen wir natürlich im Clankrieg dann 3 Sterne holen. Aber ich denke, wenn ich das jetzt öfter lerne, dann wird das schon. Sagt mir was Positives, macht mir Mut für nächste Woche. Oh Gott, also ihr werdet es dann sehen. Seid gespannt. Ich hole mir nachher noch die 2 Sterne für den Sterne-Bonus mit meinen Riesen wieder. Also ich meine, ich habe ja auch damals, also vor, wie lange ist das her? Vor 3-4 Wochen oder so habe ich auch noch nie mit Riesen angegriffen. Dann haben wir das ein paar Mal in Videos gemacht. Ich farm damit jetzt jeden Tag und komme damit super zurecht. Und ich denke, so wird es auch mit GoWipe sein. Ich farm, also ich lerne einfach damit, mache in den Clan-Kriegen dann mit und dann kommt das früher oder später von alleine. Ich bekomme dann Tipps von meinen Clan-Mitgliedern. Ich bekomme Tipps dann auch von euch. Und naja, man gewöhnt sich dran. Man wird ruhiger und dann kommt nicht mehr so ein komplettes Chaos. Aber hätten wir es geschafft, wenn meine Magier reingelaufen wären? Hätten wir es geschafft? Ich denke fast schon, oder es wäre auf jeden Fall besser gewesen. Also wenn ich die Clanburg eher gesetzt hätte. Also, Notiz an mich. Werte deine fucking Golems auf. Die sind viel zu schnell gestorben. Also die Kanonen von dem war ja schon Max Verrassus Level 9. Aber die haben so viel Schaden bekommen. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ich hab gedacht, die Golems sind mehr tankier. Naja, noch eine kurze Info, bevor wir aufhören für heute. Ich habe vorgestern, das Info-Ankündigungs-Blabla-Video für meine 20.000 Abonnenten-Special-Blabla-Kram-Dingsbums, das war kein guter Satz, hochgeladen. Wenn ihr noch eine Frage habt und in das Video kommen wollt, schreibt mir da eine Frage. Und naja, vielleicht habt ihr Glück und seid einer von den Glücklichen, die aus den über 400 Kommentaren ausgewählt werden. Wow, vielen Dank, das war wirklich amazing. So, ich hoffe, euch hat's gefallen. Sonntag, Mauer to Max, nächste Woche Clankrieg. Es wird Zeit, wir werden die wrecken oder wir werden failen. Aber es wird auf jeden Fall lustig und wir werden lernen. So, haut rein, Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao.